Ja, herzlich willkommen hier zu einer Runde Let's Play Ender. Ich habe mir gedacht, lasse mal hier die Map runter. Das ist so eine Adventure Map und das ist sozusagen Slender für Minecraft und die fand ich eigentlich ganz geil. Das hat auch noch wirklich keiner wirklich so gedownloadet und auch Let's Played. Deswegen habe ich mir gedacht, spielst du das mal und stelle euch das mal vor. Und ja, die Map ist halt so wie Länder eigentlich aufgebaut ist und ja, die Optionen sind natürlich, dass ich auf schwer spiele und ja, als Punkt nochmal extra, dass die Helligkeit auf düster gestellt wird, so als kleiner Gruselfaktor, und das habe ich jetzt auch getan und das sind eigentlich die Regeln so. Und unser Ziel ist halt, die Kisten zu finden, die auf der Map verstreut sind, und dort müssen wir dann halt die Pages sammeln. So, hier haben wir Rüstzeug für den Weg jetzt gleich, und dann natürlich noch ein Buch, was uns zur Seite gestellt wird, eine kleine Information. Dann rüsten wir uns erstmal damit aus und dann gucken wir mal. Hier, thank you for playing Ender. Send feedback via YouTube or Twitch, und Username ist Taser, der hat das halt erstellt, und dann schreibt er noch Enjoy the Map. Ja, ich denke mal, das werden wir haben. Spaß, und dann würde ich sagen, legen wir los. So, jetzt erstmal direkt verkackt und dann geht's jetzt aber los. Jetzt müssen wir ganz schnell laufen und versuchen, dass uns die Monster nicht bekommen hier. Ja, da hinten links, da habe ich nämlich auch schon was gesehen. Da könnte vielleicht eine Stelle sein und da laufen wir jetzt mal hin. Ja, das sieht doch nach einer Kiste aus. Da haben wir schon mal die erste Page und dann würde ich sagen, machen wir uns weiter auf die Suche. Das wird natürlich immer schwieriger. Oh, hier, so ein Creeper steht der da direkt um die Ecke. Umso mehr Seiten wir gefunden haben, das ist eigentlich richtig gut eingestellt worden. Und wenn wir jetzt die zweite Seite finden, dann werden natürlich mehr Monster spawnen. Und dann wird es halt auch schwieriger. Da hinten links ist auch wieder so eine Stelle gewesen. Da können wir mal hingehen. Gucken, ob wir hier eine Kiste finden. Da ist noch eine. Da ist aber leider nur ein Eisenschwert drin, aber immerhin, jetzt können wir uns besser verteidigen gegen die ganzen Monster. Und falls uns da mal ein Creeper angreifen sollte, dann können wir den mal ein bisschen zurückhalten. Da ist wieder so ein komisches Gebäude. Da ist auch wieder eine Kiste. Haben wir schon mal die zweite Seite und ein Brot haben wir noch. So können wir uns wenigstens, oder können wir ja uns regenerieren jetzt durch das Brot. Ist schon mal ein bisschen besser jetzt. Da ist auch nochmal eine Kiste, sehr gut. Haben wir jetzt drei Seiten gefunden. Und wir werden direkt hier attackiert von den ganzen Skeletten. Was natürlich nicht so gut ist. Die ziehen uns jede Menge Damage jetzt. Müssen wir nur gucken, dass wir nicht weiter getroffen werden. Da jede Menge Zombies wieder. So, jetzt müssen wir nur wieder gucken, dass wir nicht die gleichen Stellen nochmal finden. So wie hier. Und dann ganz schnell wegrennen, weil die Zombies. Oh, ein Damage. Ein Leben noch. Ja, das war's dann leider. Puh, anstrengend, anstrengend. Das war eine Runde Let's Play Ender. Wenn euch das gefallen hat, einfach abonnieren uns und ja, Daumen hoch. Ihr könnt auch einen Kommentar hinterlassen und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Vielleicht mit einer anderen Map, mit einer Jump'n'Run Map mal gucken. Werde ich jetzt zwischendurch immer mal wieder einführen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ich war euer Gamezocker. Tschüss und bis dahin. Wir sehen uns dann. Tschüss.